Ole, Glückwunsch. 14 Tage jetzt Spitzenreiter, die Patzer der Konkurrenz von gestern gnadenlos ausgenutzt. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, es war ein absolut verdienter Sieg. Wir haben in der Anfangsphase ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, auch mit den Gegebenheiten hier zurechtzukommen. Schwieriger Platz, schwieriger Ball, bisschen komische Wetterverhältnisse, wieder Sonne auf einmal. Aber dann haben wir das Spiel, denke ich, absolut im Griff und müssen schon früher die Tore nachlegen in der zweiten Halbzeit durch die Konter. Und war letztendlich, denke ich, ein ungefährdeter Sieg. Was kann man zur Leistung der Mannschaft noch sagen? In den letzten 5 Spielen 13 Punkte geholt, jetzt auch dritte Mal zu Null geblieben. Wo holt ihr die Kraft her? Ja, es war heute mit Sicherheit von der Kraft schon schwer. Auch gegen Regensburg hat man es gemerkt, dass das ist jetzt schon eine lange Hinrunde ist, obwohl es noch so früh ist, aber es sind schon 13 Spieltage. Aber wir verbessern uns, denke ich, spielerisch auch. Wir sind nicht an unserem absoluten Limit gerade, spielerisch. Wir können das noch deutlich besser. Aber ich denke, wir haben das heute auch souverän gemacht und immer das gemacht, was der Gegner von uns verlangt hat. Jetzt 14 Tage die Tabelle übers Bett. Das ist ein schöner Blick darauf. Ja, das war natürlich schon gestern. Im Bus haben wir es mitgekriegt, so wie die Ergebnisse waren. Und mit so einer klaren Ausgangslage kann man immer gut arbeiten. Wussten, wenn wir gewinnen, sind wir Erster. Müssen nicht mehr gucken, was irgendwer anders macht. Und das war natürlich ein tolles Ziel, gerade wenn man jetzt dann 2 Wochen Zeit hat, sich die Tabelle ein bisschen anzugucken. Das ist natürlich wunderbar.